Wenn Sie tolles Licht für Ihre Außenaufnahmen suchen, dann nutzen Sie am besten die goldene Stunde. Um die zu erwischen, brauchen Sie A. Glück mit dem Wetter und B. den richtigen Zeitpunkt. Und um den zu finden, gibt's eine App. Wie läuft's draußen an den Geräten? Wolfgang Kreuzig hier mit einem neuen Video rund um das Thema YouTube und Filme machen. Heute habe ich einen spannenden kleinen Helfer dabei, eine App, mit der Sie die goldene Stunde und die blaue Stunde sich berechnen lassen können. Das heißt herausfinden, wann und wo genau das stattfinden wird. Einfach gesagt ist es so, die goldene Stunde ist jeweils morgens oder abends die Stunde, wenn die Sonne knapp über dem Horizont steht. Zu diesem Zeitpunkt muss das Licht besonders weit durch die Atmosphäre und im Prinzip werden die blauen Lichtbestandteile seitlich rausreflektiert von den Aerosolen und Schwebteilchen in der Luft. Und der rötliche Teil kommt gerade durch, das heißt die Sonne wird sehr orange-rot und mit ihr auch das gesamte Licht der Umgebung. Deswegen nennt man diese Stunde die goldene Stunde. Diese Stunden sind super zum Fotografieren und auch ganz toll zum Filmemachen. Beispielsweise könnten Sie, wenn Sie gerne wollen, mal einen wunderbaren Sonnenuntergang machen. Sie können auch Ihr Haus oder Ihr Firmengebäude mal in einem dramatischen Licht dastehen lassen, wie es tagsüber meistens nicht klappt. Es gibt also viele Gründe, die goldene Stunde zu suchen. Dazu gibt es eine App, Helios Magic Hour Calculator. Ist im Prinzip eine relativ einfache App, die sagt, wann und wo ist an diesem Tag Sonnenaufgang und Untergang und dann auch drumherum, in welchem Zeitraum auf die Minute genau ist die blaue Stunde und wann ist die goldene Stunde. Die App kann aber noch deutlich mehr. Sie kann beispielsweise in die Zukunft gucken. Wenn man auf den Kalender geht, sieht man im Prinzip den heutigen Tag und man sieht dann auch noch die folgenden Tage, sodass man im Prinzip für die nächsten Tage schon mal sieht, wann wird denn da die goldene Stunde sein. Wenn das Wetter heute nicht passt, könnte es ja morgen besser sein. Man kann aber auch tatsächlich das Datum direkt wählen, also man kann da mehrere Monate oder auch Jahre in die Zukunft gehen und sich für diesen Zeitraum dann wieder die goldene Stunde ausgeben lassen. Jetzt möchte man aber vielleicht gar nicht unbedingt dort sein Video drehen oder seine Fotos schießen, wo man jetzt gerade ist, sondern man möchte seinen Urlaub vorplanen oder eine Dienstreise, einen Videodreh bei einem Kunden an irgendeiner Stelle. Das kann die App auch. Es gibt da den Tab Locations unten und dort kann man sich dann verschiedene Orte weltweit speichern, aussuchen, einfach per Suchfunktion und dann speichern. Ich hatte hier mal Nürnberg gespeichert und wenn ich das antippe, dann sehe ich die ganzen Uhrzeiten für Nürnberg in dem Fall und kann auch dort das Datum wieder ändern und kann also eine Planung machen für meine Reisen. Richtig clever wird's, wenn man im Prinzip auf die Tools geht. Eines der spannendsten Tools, das wirklich, wirklich Spaß macht, ist die Augmented Reality Lens. Hier wird tatsächlich die Kamerafunktion des Handys genutzt und ich kann tatsächlich mir anzeigen lassen, wo der Verlauf der Sonne ist. Auch der Verlauf des Mondes wird mit angezeigt. Und ich kann wirklich in der App sehen, wo das Ganze läuft. Ich kann das Ganze auch noch swipen, das heißt, ich kann mit einem Schieberegler die Sonne rückwärts oder vorwärts laufen lassen, sodass ich schon mittags Location Scouting machen kann und sehen kann, wo die Sonne langläuft. Das ist besonders im Freien interessant, wenn da Gebäude sind. Dann kann ich die Uhrzeiten sehen, wo die Sonne hinter einem gewissen Gebäude verschwindet. Ich kann es sogar Indoor nutzen, wenn ich also im Inneren bin und möchte dort mein Videodreh machen und möchte aber nicht, dass die Sonne direkt durchs Fenster reinblattert, weil das oft ziemlich harte Schlagschatten macht und ein bisschen schwierig ist. Dann kann ich auch einfach im Inneren sein und die Sonne so lange laufen lassen, bis ich sehe, wann sie am Fenster vorbeikommt, wann also vielleicht in dem Fall ein ungünstiger Zeitpunkt für einen Videodreh ist. Dann gibt es noch eine weitere Funktion, ein Lightmeter. Das ist tatsächlich im Prinzip eine kleine Messfunktion, wo ich das Handy in gewisse Richtungen halten kann, wo ich irgendwo ein Licht sehe und dann wird mir im Prinzip die passende Blende zur voreingestellten Belichtungszeit und ISO mit angegeben und ich kann ein bisschen rumspielen, um zu sehen, mit welchen Werten komme ich am besten auf eine sinnvolle Belichtung. Wobei ich da sagen muss, das können meistens die Kameras selber ja auch, wenn ich so da reinschaue. Für mich ist die Funktion nicht ganz so wichtig. Eine Funktion, die ich aber wieder sehr clever finde, ist die Map-Funktion. Wenn ich da drauf gehe, kriege ich im Prinzip eine Karte angezeigt von meinem aktuellen Standort. Dann ist für mich ein Kreis gezogen mit entsprechenden Winkelsegmenten, in welchen Bereichen die Sonne auf- und untergehen wird und wo davor und dahinter jeweils blaue und goldene Stunde liegen. Ja, was ist sonst noch dazu zu sagen? Es gibt ein paar Sachen wie beispielsweise Notifications. Ich kann mir also entsprechend täglich sagen lassen, du, in einer halben Stunde ist die goldene Stunde, vergiss es nicht und geh raus. Ich kann einen Dark Mode anschalten, dann wird im Prinzip das Display dunkler und blendet mich im Freien nicht, weil wie gesagt, in der blauen Stunde wird es dann schon mal ein bisschen dunkel und da kann es sein, dass mich ein Handy da schon ziemlich wegbeamt, wenn es alles auf weiß ist. Das sind ganz nützliche Funktionen und das war es eigentlich schon mit dieser App.
Ich finde sie wirklich praktisch. Sie kostet 1,09 Euro im App Store derzeit. Das ist wirklich günstig und für jemanden, der fotografiert und auch ein bisschen planen möchte, was die Außenschüsse angeht, ist das echt eine nützliche Sache. Kann ich empfehlen. Wenn Sie diesen Tipp nützlich fanden, dann freue ich mich über ein Like. Gerne können Sie auch den Kanal abonnieren. Ich werde regelmäßig Tipps rund ums Filmemachen liefern und um YouTube herum. Ja, das war's eigentlich schon mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.